mein Schiff, mein kleiner Mini-Sternzerstörer, er ist tot. Das war's. Game fucking over. Hey Fenos, willkommen bei Cosmoteer, einem Spiel, wo wir ein Raumschiff bauen müssen, mit dem wir dann andere Raumschiffe zerstören. Ja, simples Spielprinzip, es ähnelt optisch sehr stark dem Spiel Faster Than Light, das mit Sicherheit die meisten kennen. Ich persönlich habe Faster Than Light nie gezockt, kenne es aber von anderen Videos, Let's Plays und Pipapo, ja. Wie könnt ihr es zocken? Ganz einfach, ihr klickt auf den Link in der Beschreibung. Und da könnt ihr es dann runterladen und völlig gratis zocken, ohne Microtransactions oder irgendwie andere versteckte Kosten. Es ist wirklich völlig gratis. Es ist derzeit noch in Entwicklung, also ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft auch etwas kosten wird, aber zurzeit ist es wie gesagt kostenlos. Genug gequasselt, wir springen einfach mal rein ins Spiel. Hier haben wir mal unser erstes Raumschiff. Das habe ich nicht selber gebaut, das wird einem zur Verfügung gestellt. Ist halt noch sehr simpel, sehr klein und wie man schon sieht, es sieht wirklich sehr stark aus wie Faster Than Light. Hier links unten kann man die Ansicht ändern, also hier sehen wir dann rein ins Raumschiff, sehen hier unsere Crew herumwuseln und hier haben wir halt die verschiedenen Sachen wie die Thrusters, also den Antrieb, Reaktor, die Bewaffnung, der Kontrollraum, Unterkünfte und ja, das war's eigentlich. Man kann das Raumschiff nach Belieben verändern. Also zurzeit geht das noch sehr schwer, weil das ist halt noch so ein Tutorial-Level. Geld haben wir jetzt auch noch nicht so viel und ja. Der Unterschied zu Fast and Light ist folgender und zwar die Crew, die können wir nicht selber steuern. Die sind völlig automatisch. Also wenn jetzt irgendwie was kaputt wird oder wenn uns irgendwo der Saft ausgeht, dann rennen die da automatisch hin und beheben halt das Problem. Wir können aber das Raumschiff hier in diesen Sektor frei bewegen, also klicken hier rechts irgendwo hin und die Crew steuert dann das Schiff dahin. Da haben wir die Minimap, die roten Punkte sind natürlich Feinde, die müssen wir vernichten. Weil dieser Spielmodus heißt Bounty Hunter. Das heißt, in diesem Sektor müssen wir halt alle Raumschiffe zerstören, bekommen dafür Geld und mit diesem Geld können wir dann unser Raumschiff verbessern. Hier blinkt halt überall das Tutorial, brauche ich nicht mehr, ein bisschen habe ich eh schon gezockt. Und da passiert irgendwas. Ich glaube, der fliegt auf uns zu. Wir stellen uns einfach den ersten Kampf. Kommt her. Ich habe keine Angst. Es ist wirklich ganz simples Spiel. Also mit WASD könnt ihr ganz normal die Kamera steuern, rechtsklick halt das Raumschiff. Und es ist halt sehr physikbasierendes Spiel. Ich pausiere mal kurz. Also ich kann sogar, wenn unser Schiff genug gepanzert ist, könnte ich sogar ein Rammmanöver einleiten. Also ich kann das Schiff dann rammen und das wird dann wirklich beschädigt. Ich kann einzelne Teile abschießen. Also wenn ich hier zum Beispiel diesen Bereich da beschädige oder zerstöre, dann fliegt halt die Turbine weg, also der Antrieb. Und ja, fliegen wir mal hin und bekämpfen dieses Raumschiff. So, jetzt sind wir in Schussreichweite, pausieren nochmal kurz. Mit Rechtsklick können wir hier jetzt eine Priorität festlegen, wo die Crew hinschießen soll. Also hier zum Beispiel auf die Kanone als erstes, mit Shift-Rechtsklick auf die zweite Kanone und dann auf den Kontrollraum. Damit ist dieses Schiff kampfunfähig. Wie wir sehen, unsere Crew ist doch sehr zielsicher. Die KI ist gar nicht mal so dumm, also die versucht doch immer wieder auszuweichen. So, jetzt haben wir hier, die Kanonen sind weg, die Laser sind weg, der Kontrollraum ist weg. Jetzt kann das Schiff nicht mehr gesteuert werden. Somit trudelt das jetzt irgendwie herum und im Prinzip können wir ihm jetzt halt einfach den Rest geben. Das ist, ich schaffe nicht mal dann den Reaktor zu treffen. Der Reaktor ist meistens sehr stark geschützt. Ui, bam. Und wenn man halt den Reaktor zerstört, wenn man das schafft, dann wird halt das Schiff gleich komplett zerstört. So, wir haben einige Schäden davongetragen. Hier klickt man einfach auf diesen Schraubenschlüssel und kann halt alles reparieren. Entweder einzeln oder einfach klickt der All und es ist zum Glück nicht so viel beschädigt worden. Deswegen können wir jetzt getrost zum nächsten Schiff weiterfliegen. Ja. Es macht doch sehr Spaß. Das Spiel wird natürlich kniffliger. Es gibt hier eine Sternenkarte. Wir sind hier in diesem System. Und es gibt halt nicht unbedingt viele andere Systeme. Ich weiß nicht, ob es hier dann irgendwo weitergeht. Aber je weiter wir dann fliegen, desto schwerer wird das Spiel natürlich. Aber vorerst reicht das mal. Ich hoffe, dass doch die Entwickler andere Spielmodi oder andere Ziele ins Spiel einbauen, weil auf Dauer wird dieses Bounty Hunter doch ein bisschen langweilig. Aber dadurch, dass wir halt das Schiff wirklich nach Belieben verändern können, ist das irgendwie kein Problem. Es motiviert doch sehr stark. Ich habe noch nicht sehr weit gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie schwer das Spiel wird in Zukunft. So, hier nochmal campen. Und ja, wir sehen es einfach
mal die kaputt machen. Und irgendwie ist das dumm vom Schiff, also von der KI, weil irgendwie ist der Reaktor da vorm Kontrollraum. Deswegen, ja, mal die Kanonen weg und dann gleich mal den Reaktor zerbomben, dass das hier alles kaputt wird. Laser sind weg, einer zumindest. Komm, komm, komm. Alter, ich glaube, da wäre es echt einfacher, den Reaktor sofort zu zerschießen. Will der uns jetzt rammen oder wie? Was ist das denn? Was ist das? Moment, was ist das? Das ist irgendwie so ein Antrieb noch vom anderen Schiff oder wie? Oder was ist das? Kann ich das irgendwie kaputt machen? Okay, das war jetzt nichts Besonderes. Keine Ahnung. So, irgendwie, ich habe gerade ein bisschen was verloren. Der hat doch einiges Damage gemacht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Reparieren mal alles. Und den letzten, den kill ich noch. Damit habe ich zumindest ein bisschen mehr Geld. Und da kann ich euch ein bisschen zeigen, wie das Schiffbauen funktioniert. Ist ganz simpel. Kann ich irgendwie Vorsprung, kann ich auch. Das ist gut. Paddinger Ship, ja, brauche ich nicht. So, zurück. Sind wir in Reichweite? Ja, gleich. So. Kontrollraum. Ich glaube, wenn ich den Kontrollraum zuerst zerstöre, dann kann das Schiff trotzdem noch weiter schießen, weil... Boah, Verzeihung. Die Kanonen werden nicht vom Kontrollraum gesteuert, sondern das ist wirklich eine Person dahinter. Weil die Thruster, die werden halt nur dadurch gesteuert. Somit zerstören wir immer gleich die Laser und dann den Kontrollraum. Dann ist aber gut hier. Doch die eigene Crew ist gar nicht mal so dumm, die versucht immer wieder auszuweichen. Also sollte der Versuch uns zu rammen, dann weichen die halt aus. Ist cool, ist echt nice. Und wenn sie halt keine Chance mehr haben, dann, wie man hier sieht, versuchen sie abzuhauen. So. Den Thruster zerstören, damit er nicht mehr abhauen kann. Wobei, gleich mal auf den Reaktor schießen. Alles hier gut. Er trudelt hier irgendwie durch die Pampa. Es tut mir so leid, Freunde. Habum! Yeah, jetzt haben wir ein bisschen Geld bekommen. Reparieren wir nochmal schnell alles und dann bauen wir mal. Also bauen hier auf den Hammer, klicken und hier haben wir irgendwie so den Blueprint oder so. Das ist Blueprint Mode, genau. Hier können wir auch frei bauen, das ist Blueprint. So, mein Plan ist es ja folgender. Ich bin riesiger Star Wars Fan. Deswegen will ich mir so einen kleinen Sternzerstörer abbauen, aber ich glaube, das können wir uns noch nicht leisten, dass der irgendwie wirklich ausgefallen und mächtig wird. Deswegen fange ich jetzt mal so an. Wie funktioniert das? Genau. Hier probiere ich jetzt mal, wie mache ich das jetzt? Hier, das hier weg. Zack. Und das hier weg. Nee, das will ich nicht. So. Ja. Weg. Hier vorne kommt noch eine Kanone hin. Also ein Laser. Wo ist denn da? Laser, das ist der kleine. Reicht vorerst. Der Rest wäre uns zu teuer. Und wie mache ich da jetzt weiter? Weil die Sternzerstörer. Hoppla, das wollte ich jetzt nicht. Weg. Die sind ja so pfeilförmig, so eine Spitze. Deswegen. Ja, wo ist die Panzerung? Hier. Machen wir das auch so. Und zwar hier will ich trotzdem noch einen Laser reinbauen. Irgendwie hier so. Ah, genau. Mirror Mode. So, hier. Dann. Hier nochmal. Ne, ich probiere dann hier so, weil Thruster braucht man auch noch. Ne, Moment. Das war so. Ja, so. Einmal so. Hier kommt der Thruster hin. Einmal so. Das hier tun wir weg. Das verschieben wir dann alles und ja. Also ihr wisst ungefähr, wie das aussehen soll, so ein pfeilförmig. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt so hinbekomme. So, nur noch den Antrieb für Überlichtgeschwindigkeit und dann haben wir es eigentlich. Also ich muss sagen, es ist mir gar nicht so schlecht gelungen. Das sieht doch sehr ähnlich aus wie ein Sternzerstörer. Er ist zwar ein bisschen klein und ein bisschen, naja, breit, da ist halt irgendwie der kleine, dickliche Bruder eines Sternzerstörers. Aber hey, auch er kann was. Wir haben hier ein bisschen mehr Thruster, insgesamt 3 Laserkanonen mehr und haben eigentlich alles. Reaktor ist in der Mitte, der ist schön geschützt. Hier ist eigentlich jetzt alles ausgebaut. Korridore habe ich überall. Crew haben wir auch genug. Feuerlöscher haben wir zur Sicherheit.
Die Schildgeneratoren, die verstehe ich noch nicht so ganz. Aber die sind mir auch zu teuer jetzt. Also Make It So kostet mich jetzt 46.000, haben durch 49. Also bauen wir uns dieses Schiff. So, wie wir hier sehen, wir haben keine Energie, aber die Crew, die macht das jetzt. Neben dem Generator habe ich jetzt diesen Lagerraum gebaut. Also wenn jetzt alles befüllt ist mit Energie, dann füllt uns die Crew diesen Lagerraum automatisch auf. Und dann ist es halt ein bisschen praktischer, weil dann braucht nicht jeder Einzelne einmal hinrennen, sondern sie holen alles hier diesen Lagerraum. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn hat, wenn ich den gleich so daneben hinbaue. Wäre irgendwie fast praktischer, wenn ich den in der Nähe von den Kanonen oder von den Thrusters hinbaue. Aber okay, so, wir haben genug Energie. Wir haben einen festen Light Drive. Somit können wir jetzt zum anderen System fliegen. Wir nehmen, was nehmen wir denn? Boah, die sehen aber cool aus. Pink oder rot? Naja, ist eher violett. Ich fliege zum roten. So, plot festen Light Jump. Okay, wir sind bereit für den Abflug. Wir sind ausgerichtet und... Ach, ist das süß. Ach, klingt das süß. Mann. Okay, engage und wir sind weg. Das klingt so süß, Freunde. Und weg. Auto saving. Yeah. Okay, wir sind hier in Nomini 3. Hier haben wir 4 Schiffe. Fliegen wir gleich mal hier hin. Oh, einen Moment. Stopp, Freunde. Stopp, 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 stopp. Ich habe nämlich irgendwas nicht bedacht. Hier beim Bauen. Und zwar... Ha! Nee, keine Ahnung. Nee, doch. Ich brauche hier Türen. Weil die Crew kommt nämlich nicht dahin. Zu diesen Thruster und zu diesen Kanonen. Deswegen brauchen wir hier noch einen Korridor. Und hier noch eine Tür. Nee, Tür ist ja automatisch. Gut. Und somit sollte eigentlich... Nee, make it so. Okay, und somit kommt jetzt die Crew wenigstens zu diesem Bereich hin, oder? Ja, passt. Einer da noch hin. Nice. So. Jetzt fliegen wir da mal hin. Alrighty then. Hier haben wir jetzt den Feind, der hat ein ganz eigenartiges Schiff, der hat... Der hat eine fette Kanone. Das ist... ich glaube, die macht ziemlich fetten Damage. Also auf jeden Fall die mal als erstes abschießen. Und das sind, glaube ich, nur Countermeasures. Was ist das? Small Laser Blaster. Ne, das ist ein normaler Laser. Also auf jeden Fall mal die Waffen auslöschen. So, Priorität 1, 2, 3. So. Bin gespannt auf unsere Firepower. Oh mein Gott. Alter, der macht wirklich ordentlich Damage. Also unser Schiff. Verdammt. Also Firepower ist wirklich gewaltig. Das hätte ich mir echt nicht gedacht. Ballert euch mal durch zum Reaktor, weil der kann eh nichts mehr machen, außer abhauen und uns höchstens rammen. Das ist irgendwie blöd. Irgendwie kommt meine Crew nicht unbedingt nach, die Waffen mit Energie zu versorgen. Ich habe eine Idee, Freunde. Zuerst zerschießen wir mal den Typ hier. Damit haben wir ein bisschen Geld. Nice! Yeah! Schiff ist zerstört und irgendwie... Och, ist das traurig. Seht euch das an. Das zerstörte Schiff und da rennen doch immer die Leute herum. Alter, die sterben nicht. Boah, das geht doch gar nicht. Oh, ihr tut mir so leid. Zerstört den Rest. Lasst sie nicht leiden. Lasst sie nicht ewig im Weltall herumfliegen. Och. Aus Mitleid töte ich euch. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da tut mir so leid. Er ist weg. Sie sind alle tot. Okay. Okay, also das mache ich gerade gar nicht. Alles jetzt reparieren. Und zwar kommt die Crew überhaupt nicht da mit, da hat irgendwie das mit Energie zu versorgen. Deswegen gibt es ja, glaube ich, so komische Dingsbums. Also Moving Walkway. Ah, und das Problem ist auch, die Türen sind blöd. Also hier sollte ich auf jeden Fall Türen einbauen. So, hier auch gleich. Und diese Moving Dingsbombs, wo sind die jetzt? Da, genau. Die könnte ich eigentlich so hinbauen. Beziehungsweise, na, ich probiere es einfach mal. Make it so. So. Also der sieht jetzt nicht unbedingt bedrohlich aus, weil irgendwie ist der Reaktor gleich hier. Ich versuche jetzt wirklich, mich durchzuschießen zum Reaktor.
Weil wie wir sehen, Alter, der ist instant down. Also die Panzerung ist jetzt nicht wirklich da gut gewesen von dem Typen, also von der KI. Aber okay, haben wir hier wieder... Ne, das ist kaboom gegangen. Hier kommt schon der Nächste. Uiuiuiui. Aber easy. Eigentlich haben wir jetzt kein Problem mit der Energieversorgung. Das ist nice. So, das ist das gleiche Schiff wie vorhin. Aber mit zwei Kanonen jetzt, mit zwei fetten Kanonen. Fuck. Der Reaktor ist auch gut gepanzert. Aber unsere Lasers sind wirklich sehr schlagkräftig. Das hätte ich mir nicht gedacht. So, dann nehme ich das. Kontrollraum. Damit kann er nicht mehr abhauen. Naja, sie hinken noch ein bisschen nach mit Energieversorgung. Ich glaube, ich sollte da so einen zweiten Storage Room bauen. Einen zweiten Reaktor. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt brauche, oder? So, Reaktor enable jetzt, der Kontrollraum ist kaputt. Jetzt schießen wir es da zum Reaktor. Mann, die Leute, die rennen da drin hilflos herum. Sie tun mir so leid. Och, sie wissen, dass sie schon tot sind. Nächstes Schiff zerstört und jetzt haben wir in diesem System nur noch eins. Aber ich sollte unbedingt reparieren. Wir haben doch einiges an Schaden bekommen. Ach, das ist ein bisschen doof hier mit der Energieversorgung. Muss ich mir auf jeden Fall was überlegen, wie ich das besser mache. So, letztes Schiff. Ich bin gespannt, wie dann die anderen Systeme werden. Wie schwer das Spiel dann wird, weil ich brauche dann auf jeden Fall diese Schildgeneratoren, bessere Panzerung und auf jeden Fall bessere Waffen. Alter, was ist das denn? Sieht lustig aus, auf jeden Fall auch wieder so eine fette, ne, das ist eine Standardkanone, ich dachte, das ist eine große Kanone. Okay, also die Kanone auf jeden Fall mal wegballern, das ist auf jeden Fall Priorität Nummer 1. Versucht jetzt schon abzuhauen, oder wie? So, jetzt seid ihr tot, Freunde. Ihr seid tot. Was kann ich jetzt zerballern? Irgendwie die Thruster? Nee, scheiß drauf. Kontrollraum, weg damit. Und somit trudeln sie irrlos im... Planlos, nicht irrlos. Planlos im Weltall herum. Panisch rennen sie herum. In ihrem Raumschiff. Sie wissen, ihr Schicksal ist besiegelt. Sie haben keine Chance mehr auf Überleben. Macht's gut, Freunde. So, reparieren. So, ein System könnte man eigentlich noch besuchen. Weil irgendwie sind diese Gegner nicht unbedingt eine Herausforderung. Das sieht aus wie so ein Asteroid. Alpha Hiatrito. Komischer Name, aber okay. New, nee, ich nehme den. New Dinstum. Alter, sind das blöde Namen. Aber okay, wir fliegen da mal hin. Ausrichten. Alles mit Energie versorgen. Bräuchte ich eventuell wirklich einen zweiten Reaktorkern? Moment. Keine Besatzung. Ah, okay. Das ist gut. Also wenn die Leute nichts zu tun haben, also wenn die Waffen nicht benutzt werden oder nicht gebraucht werden, dann versuchen die Leute von der Bewaffnung alles mit Energie zu versorgen. Das ist nice. Engage, weg hier. Wump. Nice. So, bin gespannt auf diese Gegner hier. Kann ich irgendwas Fetteres bauen jetzt? Also irgendwas Besseres? Wie sieht's damage-mäßig aus? Standard Cannon. Ich weiß nicht, wie viel mehr Damage das der Laser macht, weil teurer ist es eigentlich nicht. Ich bleibe mal bei den Lasern. Versuche da ein bisschen mehr Geld zu sammeln und dann, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich mir ein fetteres Schiff bauen. Vielleicht einen echten, einen realen Sternzerstörer, einen richtig fetten Brocken. Das wäre nice. So. Wer ist näher dran? Der kommt so mehr oder weniger auf mich zu, der aber auch. Ne, der fliegt weg. Nehmen wir den. Das sieht doch ein bisschen heavier aus. Fuck, der hat auf jeden Fall fette Kanonen. Alter Schwede, 4 Stück, hier hinten auch 2 und hier Laser. Oh, scheiße, Mann. Das wird schwer, Freunde, das wird echt schwer. Von die Range, da schießt schon... Oh Gott. Alter, wehe. Bitte zerstör mir nicht mein Schiff. Der macht ordentlich Damage. Fuck.
Scheiße, der Kontrollraum ist weg. Nein! Ich bin tot, Freunde. Es brennt alles. Die restliche Crew, sie sind tot, aber... Fuck. Mein Schiff, mein kleiner Mini-Sternzerstörer, er ist tot. Das war's. Game fucking over. Nein. Ach, Freunde. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, aber dass das jetzt schon so schwer ist. Ich glaube, ich muss dann auf jeden Fall bessere Waffen bauen. Also die Kanonen, die machen ordentlich Damage und vor allem die Range ist riesig. Ja, jetzt gib mir endlich deinen Rest, bitte. Ach Gott. Ist jetzt nicht Game Over? Was soll ich jetzt tun? No Control Room. Ja, es ist zerstört. Oder gilt das noch als Schiff? Das ist nichts mehr. Das ist... Ein Mann lebt noch. Komm, du schaffst das. Du rettest mein Schiff. Du baust jetzt alles wieder zusammen und... Oder du kaperst dieses Schiff. Komm, kaper es, Mann. Das wäre cool, wenn sowas geht. Wenn man so kleine Pots bauen könnte, mit denen man auf andere Schiffe fliegt. Und dann die Crew vernichtet. Alter, jetzt kill ihn doch endlich. Er fliegt hier weiter durchs Weltall. Er spinnt. Oh mein Gott. Er lebt noch immer. Ja, ich glaube, wir fliegen jetzt die restliche Zeit planlos durchs Weltall. Der einzelne Mann, er hat keinen Plan, was er tun soll. Er ist einfach tot. Keine Ahnung, Freunde. Ja, ich glaube, das ist Game Over. Ich muss jetzt, glaube ich, ein neues Spiel starten. Und ja, hilft nichts. Ja, das war Cosmet hier, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein Feedback, vielleicht kann ich noch ein, zwei Folgen mehr machen. Vielleicht ein fetteres Schiff bauen, andere Schiffe zerstören und bessere Bewaffnungen bauen. Ansonsten, es hat Spaß gemacht, es ist wirklich ein cooles Game. Mir gefällt es sehr gut und ich hoffe, in Zukunft baut der Entwickler noch ein paar mehr Spielmodi, ein paar mehr Ideen, damit ein bisschen mehr Abwechslung ist, weil immer nur fremde Schiffe zerstören ist auf Dauer ein bisschen langweilig, aber gut. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Servus!